Ich würde gerne mal wissen an der Stelle, ich habe ja das Problem genannt. Stark beschleunigte Ladungen senden elektromagnetische Wellen aus. Wie genau, weiß man nicht. Das ist Stand der Physik. In den Beschleunigern erzeugen sie die denkbar größten Beschleunigungen von Ladungen, zwar in dem Moment negative Beschleunigungen, wenn die aufeinander prallen. Wie wollen Sie, wenn Sie die physikalischen Gesetze nicht kennen, wenn Sie keine Formel dazu haben, wie wollen Sie es denn genau wissen? Wie machen Sie das, diesen Hintergrund genau zu entfernen? Weil das müssen Sie doch tun, wenn Sie einen milliardenfachen Hintergrund haben. Wir wissen, wie beschleunigte Ladungen Strahlung emittieren. Wir bauen den freien Elektronenlaser am DESY in Hamburg. Und dieses freie Elektronenlaserprinzip funktioniert wunderbar. Das ist ja genau das. Also das ist sicher braucht man an bestimmten Punkten auch empirische Rechnungen, wenn man die konkreten Magneten simuliert, aber das ist ja nicht unbekannt, was in der Elektrodynamik passiert. Doch, natürlich ist es unbekannt. Also ich weiß nur, dass das gut funktioniert an unseren Apparaten. Und dass auch die und basierend auf normaler Elektrodynamik, die dann dort zeigt, dass es funktioniert. Ja, aber Lev Landau Unrecht in seinem Band Theoretische Physik, Paragraph 75, wenn er sagt, die klassische Elektrodynamik ist widersprüchlich, wir verstehen nicht. Das betrifft den Landau.